Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht's, ich bin auf dem Gesicht total nackig und das hat einen Grund, denn ich werde gleich ein Tutorial schminken. Und zwar möchte ich euch einen festlichen Look schminken, der natürlich super zu der Weihnachtszeit passt. Also auch zu Weihnachten oder auch zu den ganzen Firmenfeiern, die jetzt natürlich vor der Tür stehen. Und ja, ich habe mich jetzt bewusst für die Farbe Gold entschieden, weil ich finde, das ist eine super schöne Farbe, also so dieses Goldene mit Rot und das spiegelt sich halt wieder auf meinen Nägel. Ich habe mir die Nägel in Rot lackiert und habe ein bisschen was, ja, so eine Art Konfetti draufgegeben. Das Ganze zeige ich euch gleich in einem Tutorial, wie ich das Ganze aufgetragen habe. Und ja, wenn ihr sehen möchtet, wie der Look am Ende ausschaut, dann bleibt doch einfach dran. Ich habe mir mein Gesicht als erstes eingecremt und dafür habe ich die BB Young Care Creme benutzt. Sie ist super günstig und ich habe sie mir noch nie so einzeln geholt. Ich mag ja die BB Feuchttücher und manchmal gibt es im DM und auch im Rossmann ein Angebot für 2,85 und da gibt es halt die Creme oder die Feuchttücher immer mit dabei. Also hat man ein Paket Feuchttücher und diese Creme für 2,85 und ich muss sagen, meine Haut reagiert überhaupt nicht drauf. Also ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne und kann sie euch empfehlen. Ich habe sie mir jetzt drauf gegeben und habe sie ein bisschen was einziehen lassen. Danach werde ich weitermachen mit einem Primer und da benutze ich den von Isadora Undercover Face Primer und ich gebe mir das Ganze hier ein bisschen auf dem Handrücken. So ein Klecks und werde das Ganze auf mein Gesicht auftragen mit den Fingern. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen was in der Haut einziehen, 1 bis 2 Minuten. Und dann können wir weitermachen mit unserem Make-up. Und ich benutze das von Catrice Photo Finish. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Make-up. Wenn ich mich auf eins verlassen muss, dann auf jeden Fall auf dieses. Das ist die Farbe 030 Nude Beige. Und da gebe ich mir 2 Pumpstöße auf meinem Handrücken drauf. Und werde das Ganze mit meinem Ebelin-Ei, den ich vorher auch angefeuchtet habe, ja, reindippen und mir aufs Gesicht klopfen. Also ich verschiebe das Ganze nicht, sondern klopfe das wirklich in die Haut ein. Bitte nicht den Hals vergessen. Also es sieht nicht schön aus, wenn die Make-up-Farbe wirklich ein bisschen, auch wirklich nur ein bisschen ausweichen sollte und nicht eurer Originalfarbe entsprechen sollte und ihr es nur auf dem Hals aufträgt, dann sieht man halt, dass ihr Make-up drauf habt. Und ja, von daher immer schön den Hals mit bedenken und die Stellen, die halt nackig sind, falls das Make-up nicht genau, also zu 100% eurem Hautton anpassen sollte. Falls das Make-up aber genauso ausschaut wie euer Hautton, könnt ihr das Make-up natürlich auch nur stellenweise benutzen, da wo ihr die Abdeckung braucht. Weiter geht's mit meinen Augen und da werde ich meine Augenringe schon mal mit der Essence Eye Stage Eyeshadow Base bearbeiten. Und sie hat halt ja so eine schöne ins Orange gehende Farbe und das ist gut bei meinen leicht bläulichen oder ja, ein bisschen stärker bläulichen Augenringen. Und ja, ich stupfe das Ganze auf und verteile das Ganze mit meinen Ringfinger und versuche so schon mal diese blaue schon mal ja ein bisschen zu kaschieren. Und auf meinem Lid gebe ich sie mir auch, da wir gleich mit Lidschatten arbeiten. Und eine Base empfehle ich euch immer, wenn der Lidschatten wirklich ja lange halten soll. Weiter geht's mit meinem Pro Longwear Concealer und damit kaschiere ich jetzt meine Augenringe. Und davon gebe ich mir wirklich nur so ein bisschen was drauf und werde das Ganze mit meinem Beauty Blender auf meine Augenringe geben und ja, das Ganze schön einklopfen. Dann kommt noch ein Concealer zum Einsatz und zwar ist das der MAC NC30 Studio Finish Concealer und den benutze ich gerne auch mit meinem Ebelin Eye und werde das Ganze hier auftragen um diese Linie. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare schreiben. Einfach ja, auszugleichen, da ich der Meinung bin, sie ist halt ein bisschen dunkler wie mein restlicher Gesichtston. Und der letzte Schritt für meinen Tag ist, das Ganze natürlich zu setten. Und dafür benutze ich das Color Correcting Catrice Puder. Und das heißt 010 Delight Blossom.
und werde das Ganze mit einem Kabuki von Catrice aus der Matrix LE oder Matrix LE auftragen. Und ich konzentriere mich wirklich nur auf die Mitte meines Gesichtes. Und sette auch mit dem großen Kabuki hier auch meinen Concealer. Ich habe mir jetzt den von Real Techniques mal bestellt, den Setting Brush. Aber bis der kommt, muss ich das Ganze nochmal so machen. Und das war's mit meinem Tag. Jetzt geht's weiter mit meinen Augen. Ich werde heute mein Ammo mit der Naked Palette schminken. Und zwar mit der Naked Urban Decay 1. Und werde mir als erstes schönen Ton die aufs gesamte Lid aufgeben. Werde ich die Farbe Back nehmen und werde sie hier in meiner Lidfalte geben. Das A und O ist immer wieder das Verblenden und lieber mit ein bisschen weniger Farbe anfangen und das Ganze immer intensivieren, wie wenn wir zu viel Farbe nehmen und ja, das Ganze dann versuchen noch zu korrigieren. Um das Ganze ein bisschen dunkler zu schminken, werde ich die Farbe in die Lidfalte geben und werde den gleichen Pinsel benutzen. Falls ihr euch fragt, was für Pinsel das sind die neuen selbst kreierten Pinsel von der Fashion Pupa, also sie ist ja auch YouTuberin. Ich werde euch mal ihren Kanal unten in die Infobox setzen. Sie hat schon ein Video zu diesem Pinsel ja, gedreht. Es sind 3 Sets, die sie selber kreiert hat und 2 Sets davon darf ich zurzeit testen und ein Video wird es auch noch dazu geben. Die Farbe Dark House kommt auch hier unten auf mein unteres Unterlid. Jetzt nehme ich die Farbe Naked mein Make-up so ein bisschen aufhellen und alles so ein bisschen ja, verblenden. Dann nochmal die Farbe Virgin und gebe mir es nochmal auf ja, den ersten Drittel meines Auges hier vorne, um das Ganze nochmal aufzuhellen. Dann gehe ich in die Farbe Half Baked und das ist so ein schöner, ja, Goldton und den werde ich mir auf das mittlere Lid auftupfen. Und das erzeugt nochmal so einen 3D-Effekt. Und da es ruhig noch ein bisschen mehr glitzern darf, habe ich aus der Gold & Crow LE vom P2 diese schöne Palette hier. Und da werde ich mir diesen Goldton hier nehmen und werde es nochmal auf mein Lid geben. Ich finde, zu solchen Anlässen kann man das ruhig machen. Das heißt, wenn man sich mal nicht traut, mit so ein bisschen Farbe zu spielen, ja, dann sollte man das auf jeden Fall jetzt zu dieser Jahreszeit machen. Dann kommt noch mein heiliger Gral und den darf ich nicht vergessen. Und zwar ist das dieser Kohlkajal. Und ja, den werde ich mir jetzt auftragen. Ihr könnt natürlich oder müsst es natürlich nicht so stark schminken, wie ich es mache. Ihr könnt natürlich ein paar Schritte weglassen, das Glitzer zum Beispiel. Oder das Ganze ein bisschen, ja, nicht so dunkel schminken, sondern alles ein bisschen heller. Nur ich mag ja dieses Dramatische und ich finde, zu solchen Anlässen, zu Feierlichkeiten, kann man das auf jeden Fall mal machen. Und da mein Kohlkajal ja lose ist, muss ich immer wieder schauen, dass ich hier so ein Tuch nehme, damit ich mich nicht komplett klecker, beklecker, genau, und los geht's. Und da könnt ihr den Unterschied auch nochmal sehen. Also ich habe zur gleichen Zeit oben auf der Wasserlinie, unten auf der Wasserlinie direkt schon Farbe. Und ja, ich liebe ihn einfach nur. Um meinen Eyeliner zu ziehen, werde ich den Liquid Link Eyeliner von Essence benutzen. Und das in der wasserfesten Variante.
Jetzt mache ich meine Augenbrauen und dafür benutze ich das Kit von Catrice. Das Ganze zu fixieren, benutze ich vom P2 Golden Crown Must Wanted Eyebrow Gel und werde das Ganze damit fixieren. Unter meiner Augenbraue benutze ich den Highlighter von Mary Luminizer. Und zu guter Letzt das Tuschen nicht vergessen und da werde ich die I Love Extreme in Pink nehmen und dann nochmal als zweite Mascara die Essence Lash Princess Mascara und trage zuerst die pinke Essence auf. Hier seht ihr einmal nur die Essence I Love Extreme in Pink drauf und hier ist halt noch gar nichts drauf und jetzt gebe ich die Lash Princess auch von Essence auf, um den Wimpern einfach nochmal Länge zu verleihen. So sieht das Ergebnis jetzt mit beiden Mascaren auf und falls euch solche Patzer wie mir jetzt passieren, auf jeden Fall nicht jetzt wegwischen, erst warten, bis das Ganze ausgetrocknet ist und dann mit einem Wattebausch wegmachen. Und da das Ganze bling bling ausschauen darf, habe ich auch von der Gold & Crown LE Pop Glimmer Mascara Top Coat und das werde ich mir jetzt auch nochmal drauf geben. Und das Ganze werde ich mir auf die Spitzen meiner Wimpern drauf geben. Und das macht einen tollen Effekt. Da das Ganze jetzt hier eingetrocknet ist, werde ich das Ganze hiermit entfernen. Und seht ihr, also es lässt sich wirklich sehr gut entfernen. Zum Konturieren benutze ich gerne das Matte Bronzing Powder von Essence. Ich habe mich für den P2 Blush entschieden in der Farbe 020 Sunset Twinkle und ich habe mich bewusst für so einen Ton entschieden, also keinen kräftigeren Ton, weil ich euch gleich diesen Look halt mit zwei Lippenstiften zeigen wollte. Einmal, wie ihr es halt mit einem Nude-Ton tragen könnt, für die, die sich nicht trauen, das Ganze mit einem roten Lippenstift zu tragen und einmal halt mit einem knalligen roten Lippenstift. Und wenn ich jetzt meine Wangen auch nochmal zu kräftig blushen würde, dann wäre das ein bisschen viel, da die Augen schon so extrem geschminkt sind. Dann nochmal den Mary Luminizer und damit werde ich mein Gesicht jetzt highlighten. Ich habe jetzt einen Nude-Lippenstift benutzt und zwar den Essence 05 Dark to be Nude Lippenstift und das ist so ein Ton, ein wunderschöner nudiger Ton und ich finde der passt zum Look auch perfekt, aber ich werde schauen, dass ich einen roten Lippenstift trage. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen mehr ist für solche Anlässe und aber für diejenigen, die sich nicht trauen oder lieber Nude-Lippenstifte tragen, dann ist so eine Nude-Farbe auf jeden Fall perfekt. Und so sieht der Look mit einem kräftigeren Lippenstift aus und ich habe aus der Gold & Crown LE von P2 diese Palette hier benutzt und ihr seht, ich habe sehr viele Produkte aus dieser LE benutzt, einfach weil ich finde, dass diese Produkte sehr schön in diese weihnachtliche Zeit passen und die LE halt schön glitzert. Ich habe jetzt diesen roten Ton hier benutzt, der in der Mitte und muss sagen, ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Schmuck trage ich natürlich auch und zwar trage ich zu solchen Anlässen, also zu besonderen Anlässen, immer gerne meinen Goldschmuck. Hier habe ich meine Goldkette, dann mein
Armreif auf der Seite, hier meine anderen drei Reifen. Ja, ich finde, das harmoniert halt sehr schön zusammen, meine Goldringe. Und ja, dann zeige ich euch nochmal meinen Top und das schaut so aus. Dazu trage ich einfach eine schwarze Stoffhose. Und die Haare, da bin ich mir noch unschlüssig, ob ich sie jetzt glatt oder lockig tragen werde. Natürlich kann man die Haare auch öffnen und ja, das Ganze so tragen. Also ich muss mal gerade schauen, die sind ja gerade so ein bisschen platt gedrückt durch meinen Zopf, den ich hatte. Muss ich einfach mal schauen, aber so könnte man das Ganze natürlich auch tragen. Ich habe mich für diese Nagellack-Kombination entschieden. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und immer wenn ihr knallige Farben benutzt, dann solltet ihr einen Unterlack benutzen. Ich hatte jetzt keinen und deswegen habe ich den Show Your Feet Essence Nagellack benutzt. Das war mir egal. Hauptsache, es kommt irgendwas auf die Nägel, damit diese rote Farbe halt eure Nägel nicht verfärbt. Und dann habe ich als roten Ton den C04 Ronin Red. Genau, Ronin Red ausgewählt und der war aus einer LE, aus der Feathers and Pearls LE. Danach habe ich immer wieder mal die Nail Art Express Dry Drops benutzt und die kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Die trocknen die Nägel wirklich in Sekundenschnelle. Und dann habe ich aus der Gold and Crown LE Glaring Glitter Top Coat benutzt und habe das Ganze so aufgetragen, wie ich euch das Ganze jetzt so zeige. Und zum grünen Abschluss, damit das Ganze halt auch sehr schön hält, habe ich den Essilack benutzt und habe das Ganze halt mit dem Essilack nochmal fixiert. Und ja, so habe ich auch sehr lange was von meinem Nagellack. Das war's auch. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, diese Inspiration hat euch gefallen. Und schreibt mir doch in die Kommentare, ja, mit wem ihr Weihnachten feiert. Mit euren Familien, euren Liebsten oder vielleicht auch mit Freunden. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Tschüss!